Krieg. Krieg ist immer gleich. Die Römer führten Krieg für Sklaven und Reichtum. Spanien errichtete ein Königreich aus Gier nach Gold und Territorium. Das zerstörte Deutschland wurde zu einer Wirtschaftsgroßmacht. Aber Krieg ist immer gleich. Selbst im 21. Jahrhundert wurde noch Krieg um Bodenschätze geführt. Nur wurde diesmal die Beute gleichzeitig zur Waffe. Erdöl und Uran. Wegen dieser Schätze marschierte China in Alaska ein, annektierten die USA Kanada und die Vereinigten Staaten von Europa zerfielen in zerstrittene Nationalstaaten, nur darauf aus, die letzten Bodenschätze der Welt zu kontrollieren. 2077 war der Schrecken des Weltkriegs zurückgekehrt. In nur 2 Stunden wurde fast der gesamte Planet in Schutt und Asche gelegt. Und aus der Asche der atomaren Zerstörung kämpfte eine neue Zivilisation ums Überleben. Einige schafften es, sich in halbwegs sichere, große unterirdische Vaults zu retten. Deine Familie gehörte zu denen in Vault 13. Sicher eingeschlossen hinter der riesigen Tür, unter massivem Felsgestein, lebt eine Generation, die nichts über die Außenwelt weiß. Doch nun wird sich das Leben in der Vault ändern. Hallo und willkommen zu Fallout, dem Fallout, dem großen ersten Fallout, dem inoffiziellen Nachfolger von Wasteland, das zu einer ganz eigenen großen Marke wurde. Heute eine gigantische Marke, wie kaum eine Videospielreihe jemals gewesen ward. Was? Auf jeden Fall spielen wir heute Fallout. Ich habe lange überlegt, welches Spiel wir denn jetzt spielen. Denn grundsätzlich habt ihr natürlich dafür abgestimmt und deswegen sind wir jetzt heute auch hier und ich freue mich sehr. Es war ein knappes Rennen. Ich hätte auch gerne Ark für euch oder mit euch gespielt auf der PS4, aber jetzt ist es halt Fallout geworden und ich freue mich sehr drüber. Und das Problem war, die genaue Formulierung in dem Kommentar, der Fallout 1 und 2 vorgeschlagen hat, war Fallout 1 und oder 2. Und der hatte die meisten Likes. Und jetzt habe ich mir gedacht, damn, Fallout 1 und oder 2, wir können nicht innerhalb von einem Monat beide spielen. Und ich will jetzt auch nicht entscheiden, wenn ihr schon abstimmt, welches wir spielen. Also habe ich mir die Kommentare unter dem Kommentar durchgelesen. Und da stand dann genauso oft, bitte Fallout 1 wie, ja, Fallout 2, hurra. Und jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was wir hier noch machen sollen. Deswegen spielen wir jetzt Fallout 1. Eins habe ich mir gedacht, der zweite ist zwar meiner Meinung nach unbestritten der beste Fallout-Teil, also wirklich der beste Fallout-Teil, absolut, ohne Zweifel. Aber der erste ist halt mal der erste, der Teil, mit dem alles begann. Und ich dachte mir, gerade für die Jüngeren unter euch ist es eine sehr interessante Geschichtsstunde vielleicht, wenn ihr euch wirklich für Videospiele als Kultur über das bloße Spielen hinaus interessiert, ist das, glaube ich, sehr cool für euch und für die Älteren, die so in meinem Alter sind oder älter, ist es wahrscheinlich ein sehr schöner, nostalgischer Ausflug zurück in eine bessere Zeit, als Spiele noch 2D und pixelig waren. Oh, jetzt geht das Intro schon wieder los, so lange rede ich schon. Na gut, dann müssen wir jetzt mal ein neues Spiel starten, bevor wir hier noch irgendwie uns verplappern. So, also die Jüngeren unter euch, Geschichtsstunde, Handy aus, weglegen, aufpassen. Am Ende der Let's Play-Reihe gibt's einen Test. So, wir erstellen jetzt eine Figur als erstes. Wir nehmen natürlich keine vorgefertigte, sondern wir machen eine Figur. Ich mache die so um die 30. Na komm, 31. Okay, und wir nennen die so um die Sepoloni. Sepolomi, genau. Der Sepolomi. So um Sepoloni halt irgendwas. So, Sepolomi. Ist ein ungewöhnlicher Name, aber wenn er halt so heißt. Gut, jetzt haben wir hier die Skills. Die Charakterstatuswerte, die Figurenpunkte. Und diese Skills sind ohne Zweifel viel, viel wichtiger und viel intensiver und viel spielbeeinträchtigender, als das in Fallout 4 beispielsweise der Sinn ist, der Fall ist. Werden wir hier uns zum Beispiel mal Stärke als erstes Beispiel anschauen. Hier im Text steht rohe körperliche Gewalt, bla bla bla, beeinflusst Trefferpunkte, Schaden im Nahkampf und Tragekapazität. Jetzt könnte man denken, hey, okay,
hört sich so ein bisschen an wie in Fallout 4 eigentlich, aber stimmt nicht, weil erstens sind diese Punkte hier fix. Wir können die nicht mehr verändern. Es gibt Drogen natürlich, die die enhancen könnten, Medikamente, die die für kurze Zeit stärker machen, und gewisse Rüstungsteile, wie beispielsweise eine Power-Rüstung, die uns dann einen Stärkebonus gibt. Aber grundsätzlich sind die fix, erstens. Zweitens, beeinflussen diese Skills teilweise Begegnungen sehr stark. Also nicht nur, wenn auch meistens Intelligenz oder auch mal Charisma, sondern auch die anderen Werte können darüber entscheiden, wie Begegnungen mit NPCs ablaufen oder Dialoge ablaufen. Ich komme dauernd ans Mikrofon, es tut mir leid, es ist immer ein bisschen eng hier am PC. So, jetzt passt auf, als erstes nehme ich hier unten bei den Zusatzmerkmalen, das sind quasi fixe Perks, die man sich aussuchen kann. Man kann da maximal zwei gleichzeitig auswählen, und die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und der Begabt-Perk ist eigentlich fast ein bisschen übermächtig, muss man sagen. Finde ich eigentlich fast ein bisschen zu gut, aber ich nehme ihn. Und zwar aus folgendem Grund, ihr seht schon, okay. Du verfügst über mehr angeborene Fähigkeiten als andere, daher sind alle deine Anfangswerte um einen Punkt höher, aber du verlierst am Anfang bei allen Fähigkeiten 10% und erhältst pro Level 5 Fähigkeitspunkte weniger. Das klingt jetzt ziemlich krass, aber wenn wir das jetzt mal nehmen, sehen wir schon, wir haben jetzt überall 6 von Haus aus, also überall gut. Hier haben wir überall 10% verloren, das heißt, wir sind am Anfang in allem sehr schlecht und wir werden langsamer gut. Das kann man aber mit einer hohen Intelligenz leicht wieder ausgleichen, denn die hohe Intelligenz entscheidet letztendlich, wie viele Punkte wir hier kriegen. Und 5 mehr oder 5 weniger spielt kaum eine Rolle, wenn du Level 10 hast und irgendwie dann sowieso Intelligenz 10 hast oder 9. Dann macht es nicht mehr so viel aus. Am Anfang sind wir in allem schlechter, das stimmt, aber wir werden dann sehr schnell sehr mächtig. Und diese Stats hier darf man nicht vernachlässigen, denn die werden zur Berechnung aller möglichen Proben benutzt. Was noch wichtig ist, ein wichtiger Unterschied, und das ist ein sehr drastischer Unterschied. Wenn ich in Fallout 4, fangen wir mal so an, wenn ich in Fallout 4 einen Charakter baue mit Stärke, mit Intelligenz, meine ich 1, dann hat das auf den Spielverlauf eigentlich nicht wirklich eine Auswirkung. Man levelt langsamer hoch. Und man kann in manchen Quests jetzt nicht auf Anhieb irgendwas reparieren, sondern muss erst Ersatzteile kaufen oder so. Das ist der Unterschied in Fallout 4. In Fallout 1 würde ich einen Charakter mit Intelligenz 1 spielen, wären die Folgen fatal. Ich habe darüber nachgedacht, das zu machen, des Vorführeffekts wegen. Aber wir machen das jetzt nicht. Würde ich nämlich einen Charakter mit Intelligenz 1 nehmen oder sogar, glaube ich, nur unter 4 oder unter 5, ich weiß nicht mehr, kann der Charakter nämlich nicht mehr reden, beispielsweise. Wir leveln nicht nur viel weniger hoch und haben kaum mehr irgendwie Dialogoptionen im Grunde, sondern wir können nur noch grunzen und stöhnen. Wir können uns nur noch mit Lauten verständigen. Und genau so kommunizieren wir dann mit den NPCs, die wir im Spiel treffen, mit den Charakteren im Spiel, und genauso reagieren dann die Charaktere auch auf uns. Die sagen dann irgendwie so, hey Fremder, wo kommst du denn her? Und dann sagt unser Charakter, okay. Und dann sagt der NPC so, bitte was? Dann sagt er, dann sagt der NPC, ich verstehe schon, geh mal da nach hinten, ich habe da noch was zu erledigen. Und genauso würde das Spiel dann ablaufen und teilweise auch wirklich wichtige Hauptcharaktere, Questcharaktere reden nicht mehr mit dir. Du kriegst keine Informationen mehr, die du brauchst. Du bist auf dich allein gestellt und wanderst im Grunde ziellos über die Karte auf der Suche nach deinem aktuellen Missionsziel. Es ist sehr lustig, aber auch sehr spielbehindernd. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass 5 so der Durchschnittswert eines normalen Menschen ist. Die meisten von uns allen haben in den meisten dieser Klassen eine 5, eine 6. Wenn wir in was wirklich gut sind, auch mal eine 7, aber vielleicht auch mal eine 4 oder eine 3. Aber eine 1 oder gar eine 10 sind schon übermenschlich gut oder schlecht. Wir sehen es auch, wenn wir hier drauf gehen, das ist dann Spitze. Besser als super, besser als klasse, besser als toll. Nein, Spitze. Das sind dann schon die großen Weltpianisten und die aktuellen amerikanischen Präsidenten, wenn man Intelligenz auf einstellt zum Beispiel. So, gut.
Dann würde ich sagen, bauen wir uns mal einen Charakter. Jetzt haben wir so ein bisschen die Hintergrundinformationen zu dem System hier weitergegeben, ausgeführt. Jetzt bauen wir uns einen Charakter. So, Stärke 6 würde ich jetzt mal nehmen, vielleicht sogar 7, aber ich bleibe jetzt mal auf 6. Ich erkläre euch kurz, warum. Weil ein Charakter mit Stärke 6 kann jede Waffe im Spiel benutzen, außer die Minigun. Genau, ein wichtiger Punkt, habe ich den gar nicht angesprochen, oder? Stärke bestimmt auch, welche Waffen man überhaupt führen kann. Denn wenn du jetzt einen Charakter mit Stärke 4 hast, dann bist du, oder sagen wir von meinetwegen 3, dann bist du dürftig stark. Dann bist du quasi sehr, sehr schwach. Du bist dann so ein Lappen, so ein windiger kleiner Lappen. Ich meine, ist ja nichts Schlimmes dran, aber ist halt dann einfach so. Und dann kannst du halt zum Beispiel keine riesen Gatling mit dir rumschleppen, weil du einfach schwach bist. Es geht einfach nicht. Und selbst mit Stärke 5 kann man nicht eine Gatling einfach so mit sich rumführen. Das geht erst ab Stärke 7. Also wenn du schon ein sehr, sehr fitter Durchschnittsmensch, sagen wir mal, bist. Ein sehr fitter Normalsterblicher. Dann kannst du eine Gatling benutzen. Ich nehme jetzt deswegen 6, weil ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, kann ich jede Waffe im Spiel benutzen, außer die Gatling, die Minigun. Die ist die einzige Ausnahme. Bis wir so eine allerdings kriegen, dürften wir auch schon im Besitz einer Powerrüstung sein, die unsere Stärke drastisch erhöht, weshalb wir uns dann darüber keine Sorgen mehr machen müssen. Das heißt, 6 reicht eigentlich vollkommen aus für den Anfang. Wahrnehmung ist sehr wichtig, vor allem wenn man ein Scharfschütze sein will und wirklich über große Entfernungen seine Gegner wegschießen will. Ansonsten ist es nicht so ultra wichtig, da kann man mit einem Mittelwert, glaube ich, ganz gut spielen, weil wenn man dann hier die Skills hochlevelt, dann wird es schon. Ausdauer ist im Grunde auch nur wichtig, wenn man es wirklich drauf anlegt. Wenn du jetzt zum Beispiel in den Nahkampf gehst und rumboxst und prügelst, dann solltest du echt ein dickes Fell haben. Dann solltest du echt eine Ausdauer von 10 haben oder 9 oder so. Ansonsten reicht auch hier ein mittlerer Wert so um den Dreh. Vielleicht machen wir Wahrnehmung auf 6, ein bisschen besser zielen ist schon nicht schlecht. Ausdauer lasse ich jetzt mal auf 5. Kann sein, dass wir das nochmal alles umwursteln müssen. Werde ich dann mal schauen. Kondition und Belastbarkeit, bla bla bla. Genau, hier steht es noch. Strahlungsresistenz, Giftresistenz und so weiter wird dadurch schon auch erhöht. Aber für was gibt es Medikamente in dem Spiel? Charisma. Charisma ist in dem Spiel leider ein kleines bisschen unterpowered, denn im Gegensatz zum zweiten Teil, wenn ich mich nicht täusche, beeinträchtigt Charisma im ersten Teil nicht, wie viele Begleiter du mit dir rumtragen kannst, wollte ich schon sagen, führen kannst, also wie groß deine Party ist, sondern lediglich den Preis bei Händlern in erster Linie. Es gibt Dialoge, in denen ist Intelligenz wichtig, aber Charisma wichtig, aber Charisma ist wirklich so unwichtig, dass ich das jetzt mal auf 2 runterstellen würde. Das heißt, wir sind schon ein extrem unsympathischer Lappen. Eine Stufe über einem Donald Trump, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt habe ich schon 2-mal Donald Trump gedisst. Es gibt so viele andere Menschen, die diese verdienen würden. Aber Trump aktuell schon am meisten, muss man schon sagen eigentlich, oder? Intelligenz würde ich sehr hoch drehen. Wir müssen nochmal rumtunen dann am Schluss. Ich drehe es jetzt mal auf 10. Intelligenz ist super wichtig. Nicht nur, weil wir dann eben auch diesen Malus durch begabt ausgleichen und sehr schnell hochleveln hier unsere Fähigkeiten, sondern auch, weil wir dann wichtige zusätzliche Dialogoptionen haben. Wichtiger, viel wichtiger in der Regel leider als Charisma. Kann man Charisma im Gegensatz zu Intelligenz echt vernachlässigen. Okay, Intelligenz 10. Beweglichkeit, der zentrale Skill in Fallout, kann man glaube ich so sagen, denn Beweglichkeit bestimmt die Aktionspunkte und du willst 10 Aktionspunkte. In diesem Kampfsystem willst du 10 Aktionspunkte, denn für viele Waffen brauchst du auch sehr viele Aktionspunkte, um die zu benutzen bzw. nachzuladen, und das Kampfsystem in Fallout 1 wie in Fallout 2 ist rundenbasierend. Der Wets-Modus, den wir aus Fallout 3 und 4 und New Vegas kennen, ist da so eine kleine Entschädigung dafür, kann man so sagen, wenn man so will, damit man die Fans nicht zu sehr vergraulte alten Spiele. Und die Aktionspunkte sind da eben wirklich extrem wichtig. Und auch Glück. Jetzt passt auf, Glück ist eigentlich ein Wert, den kann man ohne größere negative Konsequenzen
tendenziell eher niedrig halten. Vielleicht durchschnittlich niedrig, so wird keine allzu großen Auswirkungen haben. Aber ich möchte gerne euch vor allem zeigen, welche großartigen Zufallsbegegnungen es in Fallout 4 gibt. In Fallout gibt. Leider in Fallout 4 nicht. In Fallout 4 gibt es auch Zufallsbegegnungen, aber die sind in der Regel eigentlich relativ langweilig. Während es in Fallout 1 und vor allem auch 2 extrem großartige Zufallsbegegnungen gibt, die ich euch sehr gern zeigen würde. Und je mehr Glück wir haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine solche seltene, einzigartige Zufallsbegegnung zu bekommen. Na gut, wir kriegen das jetzt gerade nur auf 8. Ich würde jetzt Ausdauer und Intelligenz ein bisschen minimieren. Super ist immer noch Einstein. So sind wir vielleicht Stephen Hopkins oder so, aber Einstein reicht. Und dafür haben wir so viel Glück, dass wir absolut freaking Freaks sind. Okay, freaking freaky Freaks. Jetzt würde ich mich hier spezialisieren. Ich würde... Das ist immer sehr schwierig. Auf welche Waffenart spezialisiert man sich? Will man sich wirklich nur auf eine spezialisieren? Ist es klug? Man weiß nicht, wann man welche Waffenart findet. Was hat man zur Verfügung? Hat man genug Munition? Kleine Waffen hat man immer und überall. Es wäre klug, sich auch auf die zu spezialisieren. Ich habe aber nie behauptet, dass ich klug bin. Und ich will ein lebender Panzer werden, letztendlich. Das heißt, ich spezialisiere mich auf große und Energiewaffen. Das heißt, Raketenwerfer, Flammenwerfer, Gatling-Geschütz und so weiter. Beziehungsweise Plasma-Pistole, Laserpistole und so weiter. Genau. Das heißt, am Anfang müssen wir mit unserem 35% kleine Waffenskill durchkommen. Den werde ich auch nicht großartig hochstufen. Ich hoffe, das geht sich aus. Es wird schwer. Und reden. Reden deswegen, weil reden ist in Fallout 1 extrem wichtig. Gerade in Fallout 1 noch wichtiger als in Fallout 2. Dann lässt es ja leider ein bisschen nach. Aber du kannst Fallout 1, glaube ich, so ziemlich, nicht hundertprozentig vielleicht, aber so ziemlich ohne Kampf gewinnen. Indem du redest. Du kannst einfach mit den Leuten reden. Und du kannst sogar mit dem letzten Endboss dann letztendlich einen Dialog führen und sagen, hey Alter, irgendwie ist das, was du hier machst, ziemlich scheiße. Denk mal drüber nach. Und dann sagt der so, wow, irgendwie hast du voll recht mit deiner Argumentation. Ich glaube, ich muss echt irgendwie alles nochmal überdenken. Und dann hast du gewonnen. Spiel beendet. So geht's nämlich auch. Natürlich kannst du auch einfach hier, bam, Rambon. Das ist auch eine Option. Aber auch durch Reden kann man wirklich sehr, sehr, sehr viel lösen. Joa, deswegen reden. Das heißt nicht, dass wir die anderen Skills nicht auch benutzen, geschweige denn hochleveln, aber die hier leveln wir doppelt so schnell hoch. Das sind unsere Spezialisierungen. Das heißt, reden, große Waffen und Energiewaffen. Ein bisschen Kontrastprogramm, aber dann sind wir für alles gewappnet. Natürlich könnten wir auch was Exotisches machen. Also was heißt Exotisches, aber was Ungewöhnlicheres nennen. Wissenschaftler, einen reinen Wissenschaftler, der reparieren kann, der gut in Wissenschaft ist und vielleicht noch öffnen kann oder ein Arzt ist vielleicht. Auch mit dem Charakter könnte man ein interessantes Spiel machen. Wissenschaft ist leider ein bisschen unterpowered, habe ich das Gefühl. Ich glaube manchmal im ganzen Spiel gibt es 2, 3 Situationen, wo die Wissenschaft wirklich hilft. Leider. Aber gerade sowas wie öffnen, Schlösser knacken, selbstverständlich super wichtig auch eigentlich. Aber hey, haben wir jetzt nicht spielen. Man könnte auch wirklich auf spielen gehen. Ihr seht, hier oben wird auch aufgelistet, wie sich der Wert berechnet dann. 20% plus 3-mal Glück. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass manche von den Formeln, die hier stehen, gar nicht stimmen und in Wirklichkeit anders sind. Aber hey, so ist es halt. Na gut, dann ist unser Charakter soweit eigentlich gut. Soweit so gut. Ach, wir könnten noch einen zweiten Perk hier wählen. Alle Perks haben ihre Vor- und Nachteile. Ich mag theoretisch zum Beispiel gern Schnellfeuer. Dann können wir nicht genau anzielen. Dafür können wir öfter schießen. Aber verschleißt halt auch Munition ohne Ende. Ein sehr interessanter Perk ist Wilder Kämpfer oder Bloody Mess im Englischen. Der hat einfach nur den Effekt, dass Kämpfe in Fallout extrem blutig werden. Und ich weiß schon, in Fallout 4, da fliegen auch die Körperteile, aber ich finde immer noch und habe damals vor allem sehr stark empfunden, in der englischen Version hier, die deutsche, die wir spielen, hat natürlich keine Gewalt, in der englischen Version sind die Todesanimationen teilweise sehr viel krasser, finde ich wirklich, als
die in Fallout 4, wahrscheinlich, weil man es nicht so genau sieht und die Fantasie viel mitspielt, aber die Körper werden halt nicht nur irgendwie so, hier, zack, Schnitt, ganz klarer Schnitt und dann ist der Arm weg. Nein, die werden halt wirklich Löcher rein und Gedärme und so. Das ist schon ein ganz schön hartes Kaliber und mit Bloody Mess könnte man das eben hervorrufen, dass jeder wegen allem sofort platzt, was eigentlich nur passiert, wenn man mit Sprengwaffen oder so einer Gatling oder sowas arbeitet. Aber okay, das Bild finde ich auch so schön illustriert hier mit dieser Mini-Pistölchen in der Hand und dann... Ja, ist schon lustig. In der deutschen Version hat dieser Perk überhaupt keinen Einfluss. Macht gar nichts. Komisch. Okay, verhext ist ein sehr, sehr witziger Perk. Ich habe auch überlegt, den zu nehmen. Der Perk macht wirklich Sinn, wenn du A, einen Nahkämpfer oder B, einen Nichtkämpfer gerne hättest. Denn mit verhext passieren komische Sachen. Und zwar sowohl dir als auch allen anderen auf dem Schlachtfeld. Das heißt, Waffen explodieren und machen dir selber Schaden. Sie fallen dir aus der Hand oder gehen gar ganz kaputt. Oder du verlierst irgendwas. Muss das dann aufheben und es ist total witzig einfach. Es ist ein total witziger Perk, der totales Chaos verursacht hat auf dem Schlachtfeld. Ich habe auch überlegt, ob wir den nicht vielleicht nehmen sollen, aber hätte mich dann doch eher dagegen entschieden. Aber es ist schon interessant, oder? Verhext. Es wären Spaß wert. Aber nein, wir machen es jetzt nicht. Wir spielen jetzt richtig. Ich will in dem Monat wirklich einiges euch zeigen. Ich hoffe, dazu kommen wir. Deswegen nehmen wir Verhext nicht, weil der ist zwar für den einen oder anderen Lacher gut, aber im Großen und Ganzen einfach nur nervig und zeitaufwendiger, weil oft verliert man dann auch wirklich entscheidende Kämpfe dadurch und dann freut man sich nicht so sehr. So, der Charakter steht, glaube ich, so wie er ist. Ich glaube, wir haben einen ganz ordentlichen, guten, okayen Charakter. Beweglichkeit, Intelligenz und Glück sind unsere drei großen Fähigkeiten. Okay. So, dann Cutscene. Ah, du bist da. Gut. Wir haben ein Problem. Ein großes. Der Steuerchip unserer Trinkwasseranlage hat den Geist aufgegeben. Wir können ihn nicht reparieren und die Anlage lässt sich nicht durch Notsysteme steuern. Kurz gesagt, wir haben bald kein Trinkwasser mehr. Kein Wasser, keine Vault. Er ist lebenswichtig für uns. Offen gesagt, ich glaube, du bist unsere letzte Chance. Besorg uns einen neuen Steuerchip. Wir schätzen, wir haben für 4 bis 5 Monate Wasser in der Vault. Bring uns den Chip. Auf deiner Karte siehst du eine zweite Vault. Geh am besten erstmal dorthin. Hey, pass gut auf. Okay? So, dazu jetzt gleich erstmal einiges zu sagen. Ich habe erstens, das, meine Damen und Herren, sind noch Cutscenes, vorgerenderte Cutscenes. Damals der Hammer, damals wirklich der Hammer für uns. Könnt ihr Jungspunde euch jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das seht, überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber das war schon echt so, wow. Jetzt die ganz, ganz ikonisch kann man ja eigentlich nicht sagen, iconic Szene, wie sich das Vault-Tor öffnet. Zum ersten Mal in der Geschichte sehen wir hier das Öffnen einer Vault-Tür, dass wir noch so oft in der Zukunft sehen werden. Und es ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Zweitens haben wir hier den Plot des Spiels, den vermeintlichen, den ersten Plot des Spiels mal vorgeführt. Das heißt, der Wassersteuerungschip ist kaputt, alle verdursten, wenn ich nicht einen neuen beschaffe. Das ist meine Aufgabe und das mit den 150 Tagen ist kein Scherz. Wir haben 150 Tage Zeit. Wenn diese Tage Ingame-Tage vorbei sind, dann ist es aus mit der Vault. Das heißt, innerhalb von 150 Tagen müssen wir den besorgen. Wirklich ganz wichtig. Und mich hat damals als Kind oder als Jugendlicher immer interessiert, was dieser verschwundene Knopf wohl bewirkt hätte auf unserem Pip-Boy. Wir wissen es nicht. Wir haben nur Status, wir haben Karte, wir haben Archiv, wir haben Ende. So. Karte ist das hier und hier unser Charakterbogen. So, und ihr seht schon, nichts mit First Person. Wir haben hier eine isometrische Top-Down 2D-Kamera, State of the Art damals und eine Höhle voller Ratten. Was ja echt auch cool ist, denn es ist ja schon fast ein
Running Gag unter Rollenspielern, unter Rollenspielen, dass die erste Quest ist, geh bitte in den Keller und töte die Ratten für uns. Und genauso beginnt auch Fallout 4. Wir haben hier Höhlenratten, keine Mole-Rats, Höhlenratten, ganz normale Ratten. Halt! Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah, jetzt habe ich einen blöden Fehler gemacht. Wir waren noch gar nicht in unserem Inventar. Na, dann dürfen wir jetzt mal mit bloßen Händen hier gegen die Ratte kämpfen. Ich hoffe, das haut hin. Mit einem Trefferpunkt haben wir die Ratte geschlagen. Wie viel hat sie? Sie sieht verletzt aus. Okay, das kriegen wir hin. Zwei Treffer gelandet. Na, geht keiner mehr. Müssen wir den Zug beenden. Jetzt ist die Ratte dran. Die macht gar nichts. Ungewöhnlich. Das Spiel ist wohl nett zu uns. Gibt uns noch eine Chance. So, Ratte totgeprügelt. Kampf beenden. Jetzt nochmal zurücken und meine Fehler ausbaden. Wir looten jetzt hier natürlich erstmal das Skelett. Das Skelett hat nämlich ein bisschen Munition. Und ein Messer. Man muss sich wundern, was macht dieses Skelett hier draußen vor der Vault? Und es sieht auch noch so aus, als hätte es einen alten, verwitterten Vault-Suit an. Bam, bam, bam. Wir wissen es nicht. So, eine Pistole. Ein Messer. Rüstung haben wir keine. Hier sind unsere lieben Stimpacks natürlich. Leuchtfackeln. Okay, ich will mich jetzt mit den Ratten hier gar nicht lange aufhalten. Wir laufen jetzt durch die Höhle, aber wenn uns eine Ratte angreift, dann sind wir in einen rundenbasierenden Kampf verwickelt und werden den beenden. 74% ist ganz ordentlich für so einen Anfangscharakter eigentlich mit der Pistole. Ich weiß, das hört sich komisch an. Das Ding steht direkt neben uns. Wir sollten meinen, dass man die eigentlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit trifft. Aber hey, versucht mal bitte auf so eine Ratte, die auf euch zulauft, zu schießen mit der Pistole. Ich glaube, das ist in Wirklichkeit extremst schwer und außerdem nicht empfehlenswert. Der Ratte willen und auch euch willen und meinetwillen. Okay, euretwillen, meinetwillen, Rattenwillen. Gehen wir aus der Höhle in die Spielwelt. Und ihr müsst euch vorstellen, damals, heute ist natürlich Fallout 4, wie schon gesagt, eine riesige Marke. Damals war das das erste Spiel. Und wir wussten, wir Spieler waren genau in der Rolle dieses Vault-Bewohners, denn wir wussten nicht, was uns da draußen in der Welt erwartet. Wir waren genauso gespannt und verängstigt wie er. Und jetzt gehen wir, wie unser Vault-Aufseher es gesagt hat, nach Vault 15, in der Hoffnung, dass wir da einen Steuerchip finden. Und ihr seht schon, das hier ist die Weltkarte, ein altes Rollenspiel-Element. Das gab es damals sehr oft und ich finde, es ein sehr, sehr schönes Element. Und ich finde es schade, dass es das nicht mehr gibt. Denn, stopp, denn das gibt mir wirklich das Gefühl von einer großen Welt, in der wir uns bewegen. Wir waren jetzt, glaube ich, 2 Tage unterwegs, Tag und Nacht gewandert. Open Worlds sind meistens klein und wir haben jetzt hier eine unbekannte Location entdeckt. Wir wissen nicht, was hier ist. Aber ich würde sagen, wir schauen mal rein. Aber ich würde sagen, wir schauen uns hier beim nächsten Mal um. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Die erste Folge Fallout. Jetzt wird's spannend. Jetzt geht's los. Ein Stück Geschichte. Ein Stück Urgeschichte. Naja, vielleicht nicht Urgeschichte, aber Frühgeschichte der Videospielgeschichte allgemein. Und ein interessantes Relikt finde ich auch gerade hier auf dem Kanal, der so Fallout-zentriert ist und war. Ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken und zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Auf Instagram, Twitter und Facebook könnt ihr Landsquid Wordrider gerne folgen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann müsst ihr das auch nicht machen. Auf Patreon könnt ihr das Projekt, also das heißt diese Videos hier, diesen YouTube-Kanal, genauso wie den Blog, genauso wie den Podcast und was es noch alles so geben wird, was alles unter dem Schirm des Landsquid Wordriders fällt, gerne auch unterstützen. Zum Dank kriegt ihr unter anderem eine ganz eigene, nur für euch und von euch bestimmte zugeschnittene Let's Play-Reihe. Nur für Patreons mit sehr viel Liebe. Aber auch nicht mit mehr oder weniger Liebe wie jedes andere Video hier auf dem Kanal natürlich. Ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.